Madeleine Meppeling direkt im Service. Für alle, die sie vielleicht noch nicht kennen, ist natürlich die Blockerin von beiden. Deswegen läuft sie doch schön durch. Die Idee runter war ein guter Call, aber auch gut entschärft von dir, Zelas. Ey, der geht so oft zwischen seinen Armen hin und her. Gefühlt ist der Block ewig in der Luft. Und aus Sicht von Yannick ist das natürlich maximal. Guck dir das an, ey. Er ist auch so gerne, der wird sich super darüber freuen. Ja. Es ist halt so eine geile Geschichte, entstehen halt nur auf dieser Plattform hier, ne? Ja. Wir warten mal kurz den schönen Ballwechsel ab, den der Bachelor jetzt wahrscheinlich verwerten wird. Ja. Aber, ich glaube, die Schweizer haben im Zweifel auch mal sich jetzt mal so einen Call verdient. Starke Abwehr. Zumindest auf unserer Liste der kleinste aller Teilnehmer. Obwohl man sagen muss, natürlich neben einem Adrian halt exzessiv. Hey, oh. Die traut aber nicht zu quetschen. Ist er drin? Ey, ohne Spaß. Moritz Pristorz steht auf 2,5 Meter und er knallt ihm das Ding vor die Füße. Das ist erst normal. Guck mal, er rückt schon raus, passt es ein bisschen in. Diese Kommunikation. Weil der Beachstoff hier gezeigt hat, habe ich immer Ärger bekommen, Tommy. Ja. Ja. Ich hoffe, das ist nächste Woche anders. Steht er halt ab, ne? Der muss rüber. Ich hätte gedacht, dass Mirko und Adi mehr Zugriff auf den Sideout von Julian kriegen. Ja. Fast schon eher Richtung 4 trennte. Wieder großer Trouble. Der Apfelpoke ist nicht optimal. Aber Pfiff bleibt aus. Ja. Aber ich finde, das ist schon okay von Olaf da zu sagen, dass Oha, stark geholt von Nina Betschers. Das wird Clips geben, ganz bestimmt. Oh ja, bitte einmal das Ding klippen. Weil sie liegt ja eigentlich noch am Boden und holt noch einen zweiten, aber das meine ich. Also deshalb sind zwei Breaks bei 7-15 halt noch keine richtige Führung gegen die. Also es ist schon angenehm da zu führen, aber da das erste sofort drüber, das ist auch ein bisschen zulässig gespielt von Esme. Den muss sie halt länger spielen oder mehr zur Seite. Oh Gott. Und den hat sie noch? Hat sie noch? Der geht drüber. Der geht drüber, der ist knapp. Oha. Der Ball ist weiter im Spiel. Oh ja. Das ist Clip. Das ist Clip. Also wenn das kein Clip ist, und das sagen wir jetzt schon. Jetzt vielleicht noch ein Block. Oh. Tanja Hüberli kann sich da nicht belohnen. Weg dahin. Ich habe jetzt hier 4 Satzbälle, ja. Ja. Das wird schwierig. Oh, Alter. Nein. Yes! Eieiei. Ja. Schön, da hört ihr es nochmal. Also, oh mein Gott. Da gönnt uns nochmal ein Highlight, der Adi. Junge. Pass steht da perfekt, ey. Das erste Mal Richtung Linie gegangen mit seinem harten Hit, wa? Im ganzen Spiel fast. Kriegt er auch viel Fläche angeboten. Könnt ihr mal anfragen. Nächster Aufschlag hier. Boah, der stark. Ist ziemlich gut. Stark. Der Cut ist fein gespielt, aber Nina Betschert ist da. Und auch Tanja Hüberli ruft da einmal laut den Namen aus. Ja, du weißt, dass es sehr gut war, wenn es sogar Namen, also... Bei Tori und Isa klappt einfach sehr, sehr viel. Ich meine, guck dir schon wieder da den einarmigen Kontakt an von Tori. Dann ist sie auch bekannt für, dass sie gerade so diese Blockpull-Situation gut löst. Und auch da ist sie wieder dran. Das ist eine gute Länge beim Dankeball. Muss Johanna Heidrich wieder einige Meter zurücklegen. Und auch der geht immer noch. Was ist das für eine Abwehr bei Tori und Isa? So, und dann... Wirkliche Richtung. Okay, also vielleicht da schon mal ein bisschen überlegen. Und weiterhin mit druckvollen Aufschlägen. Boah, super Abwehr. Echt gute Kontrolle oben. Ja. Gut da gewesen von Juli, aber gesichert. Oh, einarmige Abwehr von Sinja Thielmann. Schöner Ballwechsel. Aber da die Chance für Tanja. Und ja. Oh. Ja! Oh!
noch zu gehen bis zum 2-0 Erfolg für die beiden Holländer. Zweite Chance, den übernimmt Marco Krattiger. Ja! Ja, Pass ist weit da, innen. Wird aber nur ein Dankeball. Neunte Chance, ungefähr. Nein! Ja!